Das ist lächerlich. Macht uns dieses Training wirklich noch unbesiegbarer? Das ist Widerstandstraining. Studien haben gezeigt, dass damit Kraft und Geschwindigkeit um 27% gesteigert werden können. Das Einzige, was es verbessert, ist Ihre Fähigkeit zu schlafen. Und zwar um 1000%. Ich möchte sofort an den Super Strikers vorbeiziehen. Das Widerstandstraining ist sinnlos. Gleich direkt aus dem Strikerland, die Super Strikers gegen den Club Parliamentary. Direkt nach der Werbepause. Yo, ich bin Cool Joe. Fragt ihr euch, wie es ist, in meinen Schuhen zu stecken? Ich präsentiere meine neue unverkennbare Schuhkollektion bald im Sportgeschäft in deiner Nähe. Soul Power, Baby! Auf Widerstand spielen, das ist die Lösung. Finde einen Weg, wie man Cool Joe Soul Power Schuhe in No Power Schuhe verwandelt. Und zwar bis zum nächsten Spiel der Strikers. Spieltage im Strikerland. Die Super Strikers treten gegen den Club Parliamentary an. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich bereit bin. Mit meinem Super League-Schal. Ganz schön krass, Cool Joe. Kann Bloxy mal anprobieren? Ich habe ein paar in seiner Größe, Kumpel. Hey, wie wäre es, wenn beim heutigen Spiel alle meine Schuhe tragen würden? Das würde dabei helfen, die Kollektion loszutreten. Auf keinen Fall. El Matador trägt nur seine eigenen Schuhe. Komm schon, El Matador, hilf mir doch. Wie wäre es, wenn du eine Woche lang meine Lieblingsmusik in deinem Club spielen würdest? Abgemacht. Abartig, Mann! Leg die sofort wieder weg! Ich habe nicht gedacht, dass die Strikers noch besser spielen können. Ihr Timing ist heute makellos. Es ist, als würde man einen Tanz sehen. Die Super Strikers sind perfekt aufeinander abgestimmt. Tor! Dancing Rasta, wir haben sie bis heute noch nie so gut spielen sehen. Was hat heute den Unterschied gemacht? Das ist unser Timing. Wir sind präzise wie ein Uhrwerk. Außerdem haben die neuen Schuhe von Cool Joe dabei geholfen. Shakes? Tragen sie nicht seit Jahren dieselben Schuhe? Also, ich, Nach der Spitzenleistung heute ist klar, dass Cool Joes neue Schuhe zum Spitzenprodukt werden. Nun stehen zwei Abendspiele für die Super Strikers an. Seht euch vor, Kolossus und Kosmos! Man merkt kaum einen Gewichtsunterschied zwischen den beiden. Wir haben eine poröse, Feuchtigkeit absorbierende Bleilegierung ins Material eingearbeitet. Wenn die Strikers zwei Abendspiele haben, werden sie unter feuchten Bedingungen spielen müssen. Die Schuhe werden schrittweise schwerer, 6% Wird es funktionieren? Je nasser, desto besser. Dann müssen wir diese Schuhe nur mit Cool Joe's Soul Power Schuhen vertauschen. Hä? Euer Timing muss unter allen Bedingungen perfekt sein. Dieser Skatepark-Hindernisparcours wird euer Können verbessern. Gut gespielt. Könnte im Spiel funktionieren. Ja, Mann. Wenn wir das auf dem Feld machen, mache ich so. Probiert es noch einmal. Was macht der Boss hier? Cool Joe, nach dem gestrigen Spiel möchte jeder deine neuen Schuhe haben. Wir könnten viel Geld damit machen. Ich habe beschlossen, dass das Team die Schuhe bis zum Ende der Saison tragen wird. Stark, Baby. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe eine Auftaktveranstaltung organisiert. Sorgt dafür, dass ihr alle da seid.
Willkommen bei Cool Joe. Die Tickets bitte. Lieferung für Cool Joe. Yep. Direkt hier rein. Sagt kein Wort. Ich präsentiere Cool Joe's Soul Power. Cool Joe, wir haben gesehen, wie brillant Sie gestern alle in Ihren neuen Schuhen gespielt haben. Was macht den Unterschied? Ich weiß, dass man auf der Tanzfläche und auf dem Feld Schuhe haben will, die den eigenen Stil unterstützen. Das Timing der Super Strikers ist perfekt. Das ist unsere tödliche Waffe und diese Schuhe sind dafür gemacht, das zu unterstützen. Und sie beugen garantiert üblen Gerüchen vor. Das haben wir an El Matador getestet. Mach mal halblang mit den üblen Gerüchen, Shakes. El Matador, werden auch Sie diese Schuhe die restliche Saison übertragen? Ja, so werden die neuen Schuhe noch berühmter. Wenn ich sie trage, wirken sie etwas tougher, oder? Ist das ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel? Ihre nächsten Spiele sind gegen Colossus und Orion. Die sind ziemlich zäh. Wir sind keine Feiglinge. Und wir haben jetzt die Soul Power Schuhe, oder? Cool Joe? Hä? Oh, ja, richtig. Auf jeden Fall, Baby. Komm schon, Shakes. Gib dein Bestes. Oh. Haha, Spencer sagt, kein Tor für dich. Wirst du so auch gegen Colossus antreten, Shakes? Ich nutze jede Chance, die ich kriegen kann. Oh! Super Schuss, Mann! Haha, du hast gut vorgelegt, Mann. Das Timing war perfekt. Hey, denkst du, du kannst mir ein paar Dinge zeigen? Sorry, Mann. Ich muss mich über Colossus schlau machen. Aber die hier haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Vielleicht helfen sie auch dir. Wow! Meinst du das ernst, Shakes? Wir sehen uns in der Super League. Wow, danke. Bist du sicher, dass du deine Schuhe weggeben willst? Ich brauche sie nicht mehr, Spencer. Die Schuhe von Cool Joe sind gut. Okay, solange du nicht alles weggibst, was Shakes zu Shakes macht. Keine Sorge, Mann. Wenn ich zu weit gehe, weiß ich, dass du mich wieder auf den Boden zurückholst. Sehen wir uns im Strikerland? Auf meinem üblichen Platz. Spieltag im Strikerland. Die Super Strikers sind in guter Form. Das wird heute Abend sicherlich auch so sein. Was jetzt? Ich trage meinen neuen offiziellen Super League Mundschutz. So sehr liebe ich dieses Spiel. Hey, hast du eine Ahnung, wo ich die offiziellen Super League Boxhandschuhe herkriege? Los geht's! Sie stolpern heute förmlich übereinander. Das hat niemand vorhersehen können. Ein Spieler von Colossus, der an Dancing Ruster vorbeizieht. Dass überhaupt irgendjemand am Kapitän vorbeizieht. Perseus springt direkt vor dem Netz an Block vorbei. Und da haben wir das erste Tor des Spiels. Es ist lange her, dass wir die Strikers so schlecht haben spielen sehen. Mac, hast du etwas hinzuzufügen? Vielen Dank. Es ist, als würden die Uhren der Strikers ganz unterschiedlich ticken. Sie sind immer einen Moment zu spät dran. Sieht so aus, als würden die Super Strikers versuchen, sich zusammenzuraufen.
nicht, dass die Strikers versucht haben. Aber das sah nicht gut aus. Eigenartig. Im Training hat das funktioniert. Normalerweise auf Kraft. Aber das brauchten sie heute gar nicht. Das ist alles eure Schuld. Ich habe mich heute gefühlt, als wäre ich durch Soße gelaufen. Heute war ich nicht schnell wie ein Tiger, sondern langsam wie eine Schnecke. Hey, Boss. Wie konntet ihr euch so sacken lassen? Versucht ihr den Verkauf von Cool Joes Schuhen zu sabotieren? Schaut euch den Umsatz seit der Veröffentlichung an. Das war, weil du in diesen Schuhen gewonnen hast. Wenn du jetzt anfängst zu verlieren, weißt du, was dann passiert? Die Schuhe sind der Grund, warum wir verlieren. Ja, sie fühlen sich ziemlich schwer an. Sehr schwer. Selbst Block sagt, dass sie ihn bremsen. Alt gegen neu. Sie wiegen exakt gleich viel. Ich glaube, ihr sucht nur nach Ausreden, warum ihr so schlecht spielt. Wir müssen im Training nun besonders hart an unserem Timing arbeiten. Und wir bleiben bei den Schuhen von Cool Joe. Nach der Niederlage heute fallen die Super Strikers in der Tabelle und sie können darauf wetten, dass Club Orion, ihr nächster Gegner, ihnen nicht helfen wird, wieder hochzukommen. Die Prognose für das Spiel sagt Regen vorher, was Orions luftigen Stil begünstigen wird. Regen! Wer hätte gedacht, dass mich dieses Wort so glücklich macht? Diese Schuhe werden das Wasser aufsaugen und die Super Strikers dann runterziehen. Die Schuhe von Cool Joe erwischen die Super Strikers gegen Colossus auf dem falschen Fuß. Die neuen Schuhe werfen die Strikers von der Tabellenspitze. Zeig es mir nicht. Sorry, Cool Joe. Aber ich traue den neuen Schuhen nicht. Ich werde wieder meine alten Lieblinge nehmen, die ich weggegeben habe. Ich habe mich nicht mehr so schlecht gefühlt, seit ich Schokoladenmilch auf meine Lieblingsplatte geschüttet habe, Mann. Das ist alles meine Schuld. Aha, ich dachte schon, dass Cool Joes Schuhe dir kalte Füße bereitet haben, Shakes. Die nassen Bedingungen werden beide Teams bremsen. Aber da Orion gerne den Ball in der Luft behält, haben sie hier einen Vorteil. Was ist? Das ist ja super Kaugummi. Man kann wohl sagen, dass die Nässe beide Teams beeinträchtigen wird. Aber die Super Strikers sehen aus, als wären sie schlimmer dran. Es ist schwer zu sagen, ob es an den nassen Bedingungen oder an anderen Faktoren liegt. Aber die Super Strikers haben wieder nicht ihr übliches Timing. Wenn du gesagt hast, was ich denke, dann hättest du es nicht besser ausdrücken können. Die Jungs von Orion fliegen wie Geister über das Feld, während die Super Strikers wie an den Rasen angekettet wirken. Mein Plan funktioniert perfekt. In Winsible United steigt an die Spitze und die Super Strikers... Das sind die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Orion seinen Durchbruch erzielt. Bleib geschmeidig, bleib in Bewegung, hau rein und der weiß es an. Hier stimmt was nicht. Zeit, etwas zu verändern. Hm? Versucht Shakes dir irgendwas mitzuteilen? Drei Worte. Nein, 10 Worte. Ruf den Jungen mit dem Irokesen an und hol... Ich hab's. Spencer macht sich auf den Weg. Es sieht so aus, als würde Shake sich umziehen. Und das mitten im Spiel. Immerhin hat ein Striker sein Timing wiedergefunden, während die erste Halbzeit langsam ihr Ende findet. Nein! Tor für Orion! Damit beenden sie die erste Halbzeit. Und so wie die Strikers spielen, wird ein einziges Tor sie aufhalten. Komm schon, Mann.
Witze? Shakes hat sie mir gegeben. Du warst dabei. Ja, du warst dabei. Genau. Sicher, aber wie wäre es, wenn wir handeln? Ich besorge dir Cool Joe Soul Power Schuhe, wenn du mir Shakes alte Schuhe gibst. Wie wäre das? Bist du verrückt? Klar nehme ich sie. Die Soul Power Schuhe sind in aller Munde. Ja, nimm sie. Wow, mein Freund. Hey, hey, komm zurück! Shakes hat ohne Schuhe besser gespielt. Vielleicht sollten wir das alle tun. Und uns 10 gebrochene, schief und hässliche Zehen einhandeln? Ich denke nicht. Mit ihnen scheint wirklich etwas nicht zu stimmen. Shakes! Shakes! Spencer! Wuhu! Hallo, meine alten Freunde. Shakes, denkst du wirklich, dass die Schuhe uns aufhalten? Was? Das ist ein Metalldetektor, oder? Ja, stimmt. Der nimmt Metall in meinem Schuh wahr? Auf keinen Fall, Mann. Block. Wow. Eine dünne Schicht Blei. Kein Wunder, dass ihr alle so langsam wart. Aber wie kann es sein, dass Metall immer schwerer wird? Oh, das weiß ich. Das Metall ist porös und ermöglicht, dass die Feuchtigkeit aufgenommen wird und erweitert wird, während... Ich hab Metall schon immer gehasst. Immerhin wissen wir nun, dass es zu unserem Problem geführt hat, oder? 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 Jemand hat zwischen dem ersten Spiel und dem Spiel gegen Kolossus die Schuhe vertauscht. Ich frage mich, wer? Also was nun? Wir liegen immer noch ein Tor zurück. Was sollen wir jetzt? Schon wieder die Hand. Das hat jemand für uns gemacht. Hier kommen die Super Strikers. Und sie haben ihre Schuhe gewechselt. Was? Die Strikers haben gefunden, was auch immer ihnen gefehlt hat. Ein paar perfekt getimte Manöver. Nein! Nun stehen die Strikers viel besser da als Orion. Oh, die Zeit läuft nun langsam ab. Die Strikers haben die Kontrolle, aber schaffen sie es auch in Führung zu gehen? Oh oh, das letzte Mal, als wir dieses Signal gesehen haben, hat das nicht so gut für die Super Strikers funktioniert. Nach einer schwachen ersten Halbzeit. Wie habt ihr das durchgezogen? Unsere neue Technik? Wir spielen mit dem Widerstand. Was? Man muss mit schweren Schuhen anfangen und wenn man sie abzieht, fühlt man sich, als würde man fliegen. Das war die Idee vom Coach. Oh. Er ist ein Genie. Ich würde sagen, Sie haben den Spieß zu 98% umgedreht. Soll ich die Plätze tauschen oder... Ich versetze einfach 100% von mir nach draußen. Was? Die sind so sauber wie meine Tanzkünste. Sieht so aus, als wären nur die Schuhe manipuliert, die wir getragen haben. Exzellent. Wie sich zeigt, schießt der Umsatz der Schuhe in die Höhe. Dieser ganze Skandal war die beste Werbekampagne überhaupt. Solange ich ab jetzt wieder meine alten, treuen Schuhe tragen kann, Boss. Da wir gerade davon sprechen, wo ist der aufgerissene Schuh? Wir können ihn als Sammlerstück verkaufen.